Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Singularity. Hier bei dieser wunderschönen Singularitätssäule hier sind wir stehen geblieben. Und wir gehen jetzt mal weiter auf der Suche nach der Black Pearl. So, hier mal einen Seeker. Den nehme ich natürlich mit. Hier steht noch was. Es ist immer noch nicht in Ordnung. Genau, das haben wir das letzte Mal noch gelesen. Und hier haben wir jetzt wieder unseren wunderschönen Seeker. Ich weiß gar nicht, wo hier Gegner sein sollen. Oh. Ich fürchte, das ist eine Singularitätsstoß. Hallo? Da sind Feinde. Zentraldocks. 7. November 55. Mhm, toll. So, dann. Ach man. Ich hoffe, die haben mich noch nicht gesehen. Aber egal, mit dem Sieger ist das ja kein Problem. Bam! Du da oben auch noch. Bam! Schöner Headshot. Und dich auch noch. Komm! Bam! Was? Bam, habe ich gesagt. Okay. Da oben haben wir noch einen. Leichte Beute für unseren Sieger. So. Da kommt noch einer. Komm und lasst uns Verstecken spielen, würde ich mal knapp sagen. Aber ich glaube, das bringt denen nicht viel. Weil ich finde die sie ja sowieso. Na, da hinten läuft noch einer. Hab dich schon gesehen. Von mir kannst du nicht davon laufen. Oh, da sitzt hier noch sehr viele rum. Da ist noch einer. Ja, bam. So. Dann. Da sitzt noch einer. Bam. Und ich höre doch noch einen. Wo sitzt denn der? Ach, hier. Ah, wie viele sind denn das? Fast keine Muni mehr. Aber wir haben ja Zeit. Hui. Das ist einfach zu geil. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht schaffen. Ach, kacke. Das wollte ich eigentlich auch nicht schaffen. Ach, das hat sogar funktioniert. Ich habe es bloß nicht fliegen gesehen. So, dann. Moment. Kämpfen wir uns mal nach vorne. Ja, komm. Nein, das will ich eigentlich gar nicht. Das will ich eigentlich auch nicht. Der ist tot. So. Amateure. Ha! Amateure. Soll ich ihm was sagen? Sobald das vorbei ist, wirst du zu Staub zerfallen. Hör auf. Was fällt doch eigentlich hoch? Ich habe einen Sieger auch noch nie in diesem Blockierer benutzt. Pam! Ich hab's dir ja gesagt, du bist zu Staub zerfallen, sobald das hier vorbei ist. Wow! Ja, und wie? Jetzt ist das alles. Ich wollte ja oben noch durchlooten! Okay. Ich habe ihr Signal einige Sekunden verloren. Nein! Ich werde Dr. Barisov kontaktieren. Captain Renko muss eine weitere Anomalie durchlaufen haben, wahrscheinlich wegen der E-99-Bombe. Die Versenkung im Hafen könnte die Bombe instabil gemacht haben. Der Frachter liegt also auf dem Grund des Hafens. Wie ist der Plan? Einfach. Renko kann das ZMG benutzen. Captain, im Dock gibt es eine beschädigte Verstärkungsplattform. Reparieren Sie die Energiezellen darunter, dann können Sie die Pearl heben. Ich will aber doch noch mal rein. Ich will da noch mal rein und durchlooten. Mann. Dreck. Okay. Wir sollen die Pearl, die Black Pearl, mit Hilfe unseres ZMGs heben. Alles klar. Und ich brauche unbedingt mal wieder einen Verstärker. Definitiv. Ich will uns mal wieder etwas auf Vordermann bringen. So, erstmal hier alles. Was steht denn hier? Vertrauen Sie mir nicht. Was?
Ich darf Demichev nicht vertrauen. Ich darf Barisov nicht vertrauen. Oh. Technologiefreak. Wenn sie Munition aufnehmen, wird auch ZMG-Energie gewonnen. Das ist geil. Oh, hoppla. Das ist geil. Was haben wir hier? Eine Notiz. Vorarbeiteraufzeichnungen, 20. November 54. Das dritte Schiff in 2 Wochen ist angekommen. Es ist verblüffend, wie viel nach Katorga 12 gebracht wird und wie schnell alles geht. Ich weiß nicht, wie lange wir so noch weitermachen können. Die Arbeiter sind müde. Früher oder später wird es einen Unfall geben. Vermutlich. Vertrauen Sie mir nicht. Ich darf niemandem vertrauen, das ist ja unglaublich. Das sieht alles so nach Wasser aus, okay. Kann ich hier durch? Ohne dass mich gleich alles zerfetzt. Aber wir können schon. Eine Waffentechnologie. Ja, hallo, vielen Dank. Au. Hat sich schon gelohnt. Ja, komm. Okay, hier dran, perfekt. Ja, wir mussten da sogar hin. Ich dachte, das ist jetzt hier benutzen. So, das Rad hier. Ah, das muss ablassen. Perfekt. Ich dachte schon. So, jetzt nochmal hier genau alles abschauen. Ja. Wir setzen die Sicherung ja gleich wieder in Kraft, beziehungsweise machen sie wieder ganz. Sehr schön. Heben Sie die Pearl. Dann Captain Jack Sparrow wird seine Pflicht tun und die Pearl heben. Kein Problem. Aber zuerst, nein, keine Notiz, nein. Einmal heilen und hier, weil wir an so ein komisches Ding rangekommen sind. Okay, bevor ich jetzt hier irgendwas mache, schaue ich mich hier nochmal um. Hier gibt es ein Fass, hier gibt es ein zweites Fass, hier gibt es sehr viel Fläche, hier gibt es ein drittes Fass, hier gibt es nicht wirklich viel. Ja. Haben wir hier denn noch? Die 99 Technologie hätten wir übersehen. Also, was heißt übersehen? Fast vergessen. Und hier haben wir noch ein Medikit, das wir nicht brauchen können. Okay. Kommen wir da runter? Nein. Ich darf da gar nicht runter. Okay. Gut, dann gehen wir nochmal hier kurz rüber. Hier wollte ich eigentlich rein, während wir in diesem Stoß sind. Wenn da jetzt irgendwas... Oh, ein Verstärker. Wenn da jetzt irgendwas wie ein ZMG-Entwurf oder irgendwas drin ist, drin gewesen wäre. Ich schwör's euch, ich hasse es. Okay. ZMG-Munition. Sie können mehr E99-Ampullen mitnehmen. Kaufen Sie die Waffen und Kampfwaffenkörper brauchen wir nicht. ZMG-Ausrüstung. Vielleicht ZMG wie ein Abschuss. Wenn Sie Munition aufnehmen, wird jetzt ZMG gewonnen. Ich kämpfe Feldarzt. Wäre natürlich schon cool, aber... Schaden. Erhöht die Wirkung von Erste-Hilfe-Päckchen. Das können wir uns alles nicht leisten. Aber... Wir können mehr E99-Ampullen mitnehmen. Das ist schon mal nicht schlecht. Einmal zumindest. Und davon können wir uns nichts leisten. Das ist doch kacke. Wir haben so wenig E99 Energie. Mann. Aber ich glaube, wir verringern nochmal den erlittenen Nahkampfschaden. So. Ist auch nicht verkehrt. Okay. Dann aber jetzt ans ZMG-Pult. Oder wie das Ding nochmal hieß. Und... die Pearl heben.
Ja. Durchaus eine ordentliche Leistung. Da ist sie, die Black Pearl. Und Captain Jack Sparrow wird sie nun besteigen. Ziel erfüllt. Ah, Sie haben es geschafft, Captain. Sie haben den Frachter gehoben. Wir sehen es von hier aus. Catherine und ich sind unterwegs zu den Docks. Aber warten Sie nicht auf uns. Sie finden die Bombe im Laderaum unter Deck. Beeilung, Renko. Das Heben des Frachters hat wohl Dimitris Aufmerksamkeit erregt. Ich höre Helikopter in Ihrer Richtung fliegen. Ich sehe einen Helikopter. Und da ist ein ganzer Container runter gestoßen worden. Ich habe gerade eine Tür gehört. Außer ich bin paranoid geworden. Wie soll ich da hochkommen? Hallo? Ja, Fragen über Fragen. Wie soll ich da hochkommen? Ah, Moment. Natürlich, wie sonst? Okay. Shotgun raus. Captain, ich muss Sie warnen, dass der ZMG-Effekt an so großen Objekten wie dem Frachter nicht lange anhalten wird. Er wird wieder sinken. Es geht wieder vom Schief. Ah ja. Oh nö, bleibt mir vom Leib. Okay. Der Frachter, also die Pearl, wird wieder sinken. Wie so oft. Na komm her. Mein Kleiner. Was für ein Idiot. Bam. So. Das sollte vorerst reichen. Hier noch die Kiste mitnehmen. 300 und 200. Komm schon wieder gut. Achso. Ja, hier seid doch einfach Idioten. Alle tot? Sehr schön. Ja, so viel Zeit, dass wir uns in Ruhe umschauen, wenn wir doch noch haben. Uah. Das heißt nicht, dass ich nicht zerquetscht werden kann. Okay. Wieso öffnen sich Türen von selbst? Und wieso schließen sie sich von selbst? Renko, wir sind beim Dock, aber Demichevs Männer sind überall. Helikopter laden Soldaten beim Frachter ab. Seien Sie auf der Hut. Werde ich sein, Catherine? Werde ich sein. Er hat sie versenkt. All die Menschen. Tot. Wer? Ich? Demichev? Oder Barisov? Das gefällt mir einfach nicht, dass hier schon jetzt schon wieder alles so alt aussieht und verrottet aussieht. Alter. Okay, okay, da sind einige Mutanten draußen. Leute, ganz ruhig. Okay, das geht nicht. Haben wir hier irgendwo E99 Energie versteckt? Irgendwo, wo man sonst nicht hinkommt? Sieht nicht so aus. Ja. Okay, dann. Nope. Dann geht's weiter. Und. Was waren das gerade für spastische Bewegungen? Aha. Personal Roaster. Auf der Pearl. Name: Sassnen. Chukoya. Chukchu. Oh Gott. Das Schiff schwankt, das merkt man bis hierher. Volaku. Banin. Ah ja. Öffnen. Ein Safe mit. Valkyrie-Munition. Eine Audio-Aufzeichnung. Gott. Hab ich mich gerade erschrocken. Das war ich jetzt nicht gefasst, dass hier was passiert.